Hi Leute und willkommen zu einer kleinen Folge, ja, Tipps und Tricks. Und wir werden mal kurz über die Ereignisse sprechen, die wir ja so in letzter Zeit hatten. Also ich finde es auf jeden Fall mal ganz witzig, so zwischendurch mal so ein paar Ereignisse zu haben, die man dann abschließen kann. Und das letzte Ereignis war ja, wie bekannt ist, das Golem-Ereignis. So, und bei diesem Golem-Ereignis kostete ein Golem Level 4 für Rathaus 9er 68 Dunkles, was natürlich extrem günstig ist, im Gegensatz zu dem Normalpreis von 675 Dunklem. Und ich möchte euch gerne mal einmal demonstrieren, wie man daraus noch zusätzlich Kapital schlagen kann. Also wie ich dadurch Dunkles bekomme, ohne was dafür zu tun. So, das Ereignis hat ja nun oder ist ja nun geendet heute Morgen. Und ja, was habe ich gemacht? Ich habe einfach ganz normal die Truppen, die ich jetzt laufen habe, angesetzt und habe mir einfach, da ist so ein paar Magier drin, einfach Golems in die Schleife gesetzt. Für den Preis von 68 Dunklen. So, dann war die Aktion vorbei. Wir hatten wieder den Normalpreis und ich habe sie einfach gelöscht und habe dann den Normalpreis erstattet bekommen. Das heißt also, wenn ich mir 7 Golems konnte ich mir in die Schleife setzen für 68 Dunkles, das kostete mich 476 Dunkles Elixier. So, dann habe ich sie nächsten Morgen wieder gelöscht für 7 mal 675 Dunkles, das wären 4725, bleibt unterm Strich 4249 Dunkles Reingewinn, ohne was dafür gemacht zu haben. So, und bei dem Großen habe ich die ja nun schon weggemacht und deswegen switche ich mal eben auf den Kleinen und werde euch das mal eben demonstrieren. Und da sind wir schon. Und wie wir jetzt sehen, achtet mal drauf, ich habe jetzt 11.252 dunkles Elixier. Werde jetzt auch die Bohrer mal nicht leer machen und werde jetzt mal einmal demonstrieren, was ich meine. So, ich habe jetzt in die Schleife gesetzt 6 Golems, mehr geht leider bei Rathaus 8 nicht. Ich habe die Golems angesetzt für 53 Dunkles, mal 6 sind 318 Dunkles, haben mich diese 6 Golems jetzt gekostet. Und der Normalpreis ist 525, das wäre mal 6, 3150. Und wenn man das dann, oder abzüglich der Kosten, die mich das jetzt gekostet hat, komme ich dann auf einen Reingewinn von 2832 Dunklem, ohne was dafür gemacht zu haben. Und jo. So, wie gesagt, ich habe jetzt 11.252 Dunkles. Und ja, dann schauen wir mal, was passiert. Ich nehme sie jetzt mal weg. So, machen wir mal zu. Und schon habe ich 14.402. Und wenn man sich das jetzt ausrechnet, 11.252 plus 2832, kommt man genau oder zumindest ansatzweise in die Richtung. Auf jeden Fall seht ihr, es funktioniert. Das heißt also beim nächsten Ereignis, und es ist auch egal, ob das Elex oder Delex ist, einfach mal kurz bevor diese Aktion endet, eure normalen Truppen fertig machen und dann die Truppen, die gerade in diesem Ereignis günstiger sind, in die Schleife setzen, so viel es eben geht. Und wenn das Ereignis dann vorbei ist, die Truppen einfach löschen und ihr habt Reingewinn hinten raus. So, das war's jetzt auch. Ich hoffe, das funktioniert bei euch auch so gut. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.